Hallöchen, meine lieben Flauschis, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Ja, dieser nervige Hase. Und ich habe vollkommen vergessen, dass wir auch noch Fluigi haben. Und einfach die Düsterlampe mit Fluigi benutzen können. Ich will euch nicht anlügen, ich habe das gerade gegoogelt. Das ist so komisch. Ich vergesse sowas immer so schnell. Oh Gott, ich habe gedacht, ich müsste den Hasen irgendwie ins Gitter tun oder sonst was. Ja, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Schlüssel. Da ist noch eine nervige Maus. Geh weg. Da ist noch eine nervige Maus gewesen. So, endlich. So, ab durch dieses Zimmer. Wieso kann man das nicht? So. Anscheinend schwebt hier. Ist das ein Spiegel? Tatsächlich. Das heißt, hier hinter ist gar keine Tür, nein. Nämlich hier, da vorne ist eine Tür. Oh, guck mal. Da ist bestimmt ein Weg für. Oder auch nicht. Wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Was ist, wenn ich den wieder runterfahre und in die andere Richtung weiter drehen lasse? Also, weiter geht nicht. Ja, gut. Eine Truhe. Mal eine richtige Truhe vor allen Dingen. Dieses Bild sieht so. Ich wollte gerade sagen, das sieht so dermaßen komisch aus. Ich finde, für sowas könnte es schon mal eine. Irgendwas geben. Ist doch auch was, oder? Hier ist auf jeden Fall auch eine Tür. Da geht es nur zu einem Raum. Das heißt, ich gehe zuerst in diese Tür. Also zu einem einfach einzelnen Raum. Auf jeden Fall ist auf der einen Seite. Auf jeden Fall auf dieser Seite. Ein Juwel. Habe ich's doch. Uns fehlen hier nur zwei Juwelen. Auch mal was. Und ich weiß auch, in dem einen Raum muss einfach ein sein. Ich weiß nicht wo, aber. So, gucken wir nochmal aus Tradition in die Toilette. Oh, die Toilette blubbert, wie schön. Und hier hat jemand versucht, einen Teppich zu waschen. Kann ich den irgendwie da rausholen? Nee, schade. So, dann geht's aber jetzt noch weiter. Nicht durch diese Tür. Ja. Huch! Okay, da hatte ich eine Kurzschlussreaktion gerade und habe mich mega erschrocken. Und was zauber ich aus dem Hut? Ich weiß noch nicht, wofür wir den brauchen. Aber ich werde ihn gleich auf jeden Fall mitnehmen, weil es ein cooler Hut ist. Anscheinend ist hier so das Büro von den drei Mädchen. Und ich sag euch, Luigi's Mansion 4 wird in einem... Luigi's Mansion 4 wird in einem, auf einem Jahrmarkt spielen. Aua! Verpiss dich, du Tonne. Bis jetzt habe ich die Herzen da hinten verpasst. Scheiße. Mist. Hoffentlich sind da welche drin. Ein paar, bitte.
Jetzt biebt das und bricht die ganze Zeit. Ich nehme einfach den Mann mit. Mit dem Hut kann ich nichts machen. Irgendwie, ich weiß nicht, wozu der dient. Oh Gott, das sieht der Boss-Arena aus. Please. Ah, Herzen, Herzen, Herzen. Gib mir Herzen. Danke. Da steht auf jeden Fall eigentlich angeblich eine Truhe. Die ist nicht da. Also nehmen wir da unsere Düsterlampe. Los, kommt die kleinen Geistlinge. Jetzt ist sie da. Ich liebe das, dass dieses Spiel so mit den schönen Perspektiven arbeitet. Hat die Switch, also hat das bei den letzten Spielen ja, jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern, nicht getan. Das finde ich ziemlich cool. Da kann ich noch was von der Wand abmachen. Die Matratze können wir wohl auch mitnehmen. Wow. Oder auch nicht. Huch. Ich kann auch mit irgendwie fast allem interagieren. Das ist ziemlich cool. Das mag ich an dem Spiel so sehr. Oh. Okay. Was haben die hier nur gemacht, die kleinen Püppchen? Jedenfalls ist ein cooler Zauberumhang, der mega cool ist. Ein cooler Zauberumhang, der mega cool ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Das auch noch. Falscher Knopf. Ich verwechsel mal Düsterlampe mit dem anderen Zeug. Mit dem Pömpel. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Oh, Leben. So. Wetten wir, ich komme hier nicht raus? Oder doch? Und wieder am Anfang im Zauberzimmer. Was ist hier los? Was war das denn für ein mickriger Versuchergeist? Okay, die Geister sind... Na komm, bevor du dich vom Boden schälst, bist du hier bei mir ganz gut aufgehoben. Komm her, du bist auch bei mir ganz gut aufgehoben. Stopp, sauber. So, geht doch. Als ob sie mir jetzt die Lakaien hier was bringen. So, wo muss sie jetzt nächstes hin? Lange nicht mehr so einen Geist gehabt. Haben wir überhaupt schon mal so einen Geist? Lange nicht mehr auf jeden Fall. Ah, na komm her. Muss ich jetzt alle Geisterhäuser hier alles sauber machen, oder was? Ach, wartet mal. Wie komisch war das denn? Ich bin hier rein und bin nach unten gekommen. Ich weiß jetzt, dass unten was los ist. Aber ich muss ja im Endeffekt durch die Tür hier oben, um irgendwie nach unten zu kommen. Okay. Wieso habe ich jetzt die hinteren erwischt, aber die vorderen nicht? Oh, okay. Na komm.
auch. Also muss ich mich jetzt im Endeffekt durch jede Tür durchkämpfen, weil wenn ich jetzt hierhin zurückgehe, lande ich wieder in dem Raum, wo ich vorher war. Und der ist falsch. Mir gefällt das. Okay, hier sind ein paar mehr. War sehr geil. Jetzt habe ich die gut gemacht. Na komm her. Voll auf den anderen rauf. Na komm. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht nochmal durch alle Etagen kämpfen, weil das wäre jetzt ganz schön blöd. So, aus dieser Tür kommen wir. Wir gehen jetzt erstmal durch diese Tür. Oh, ich muss mich jetzt tatsächlich durch jede Tür kämpfen, oder wie? Ah, das habe ich gelernt in dieser Etage, das ist auch funktioniert. Da komm her, du Arsch. Wag's ja nicht nochmal irgendwas hier zu klauen. So. Noch einer. Oh, jetzt kommen hier noch welche. Voll unfähig, nutzt Luigi als Köder gerade. Komm her. Die Musik ist wieder episch. Komm her. So, und jetzt wieder zurück, weil wir ja auch falsch sind. Und jetzt die obere Tür. Puh. Halleluja. Ja, war klar. Oh. Huch. Wir müssen ihn da irgendwie ein bisschen rauskommen lassen. Oh nein. Muss ja um ihn rumlatschen. Habe ich jetzt endlich. Ah, es fällt ein bisschen schwer, weil die Fische da sind. Das. Danke. Wenn die Fische hier rum, dann verstopfen die mir den Staubsauger, nämlich. So. Du bist auch weg. Muss tatsächlich durch jeden Raum nochmal. So. Huch. Das ist müde, das ist jetzt eher nervig. Ja, sehr nervig. Da habe ich mich jetzt einfach treiben lassen, weil ich beide wollte. Na komm her. Da war nur Zufall, dass ich ihn gerade mit erwischt hatte. So, der vorne, der andere ist da vorne. Hab ich gerade da gesehen, hier irgendwo. Da habe ich nicht den gesehen auf dem Spiegel, der Nebel war. So, wo bist du jetzt? Da. So, und das ist der letzte aus diesem Raum. Wie gesagt, sieht man immer eine Animation. Jetzt laufe ich einfach mal da durch. Nein, ich bin schon wieder falsch. Oh Gott, ist das nervig. Das war's.
Hier war ich, glaube ich, schon. Hello. Nicht hier. Hab ich dich? Und beide? Hab ich dich? Du Arsch! Ich hatte sogar alle drei, ne? Da hab ich dich? Nee, den einen hatte ich noch gar nicht entwickelt. Jetzt habe ich dich entwickelt. Du Arschkopf. Na komm her. Und wieder der letzte. Oh. So, da oben waren wir schon. Da waren wir aber auch. Mal sehen, wo wir jetzt hier hinkommen. Ich komme jetzt aus jedem Platz wie einer. No, ach komm. Glück gehabt. Ah ne, hier ist noch einer. Anscheinend. Ne, hier kommt auch noch einer raus. Ach komm. Hallo. Oh lol, hab ich den jetzt gerade in so einer blöden Position erwischt gehabt, dass ich da nicht richtig rankam. Sorry, meine Nase juckt einfach so dermaßen gerade. Geht doch. Ich geh einfach so lange, bis ich den richtigen Raum finde. Hier war ich schon. An sich mag ich solche Sachen, aber da fehlt ein Geist. Bin ich blöd. Okay, dann nicht. Oh, endlich in dem Bossraum, den ich vorhin schon als solchen vermutet hatte. Okay. Mal sehen, was das, was deren Tricks sind. A la Mario Odyssey. Au! Oh Gott, macht das viel Schaden. Einfach ausweichen, würde ich sagen, gerade mal. Hallo. Alter, das war wieder kurz Schluss. Aha. Alle haben 100. Okay, sehr gut. So, den ersten habe ich schon eingesagt. Komm her, Süße. Also sind es nur zwei. Na, kommt her. Eine Bombe. Okay, ich sehe, ich habe hier gemerkt, wo die Bombe ist. Die ist in der Mitte. Müssen wir ein bisschen auf Aua, ein bisschen aufpassen. Nee, ich kann die nicht weg. Das ist der erste, der da jetzt fliegt. Der da ist die Bombe. Dieser da. Au! Oh, ich habe gerade nicht gesehen, dass die noch schießen. Der ist die Bombe. Ich glaube, wir müssen uns jetzt merken, welcher die Bombe ist. Vergiss es, meine Liebe. Vergiss es einfach. So. So. Oh, ein Herz. Droppt ein Herz. Sehr gut. Jetzt müsste die nächste zwei Bomben zaubern. Das heißt, wir merken uns nur, wo sie ist. Und wenn wir da die Bomben rausziehen, ich glaube, dann macht es kaputt. Ja. So, sie in der Mitte.
Ich konzentriere mich gerade. Sie ist in der Mitte der Wut. Einfach im Zickzack laufen, das ist super. So, sie ist der zweite, der fliegt. Der da. Der da ist sie. Oh, shit. Es müsste der da sein. Es müsste der da sein. Shit, shit, shit. Ah, shit, 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 shit. Sie müsste der da sein. Ich plädiere darauf, dass sie der da ist. Oh mein Gott, ich war sogar richtig. Trotz, dass das Licht aus... Trotz, dass das Licht ausgegangen ist, etc. Du bist down. Komm her, Süße. Ja. Das Ende der Etage war nervig, aber an sich war die Etage ganz cool. So, holen wir uns mal schnell. Das müssen die 13, 12 sein. 12, sorry. Hatte mich verzählt. Wow. So, ich hoffe jetzt auch hier alles wieder normal. Achso, falscher Raum. Ich komme normal wieder zurück. Das wäre cool. Dann bringen wir wieder den Knopf zum Aufzug. Perfekt, es ist alles wieder normal. Uff, wir müssen den ganzen Weg zurücklatschen. So, und jetzt hier. Ich hoffe, es gab keine Abkürzung, sonst habe ich mich total blamiert. So, aber egal. Ich habe das Gefühl, irgendwas damit hat es noch aus sich. Kleinen Moment. Ein Juwel, tatsächlich. Ich wollte da schon die ganze Zeit dran drehen, hatte ich vergessen. Ja, geil. Jetzt fehlt uns hier auf der Etage nur noch einer. Aber wir setzen natürlich erstmal den Knopf rein. Oh, hiya. Aha. Yeah. Oh yeah. So, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Etage gehen wir zur Strandbar. Oh, ich hasse Sand. Aber okay. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Flauschis. Wenn euch der Part gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und lasst ein Like für das Video da. Aber in umgekehrter Reihenfolge. Lasst erst ein Like da, abonniert und dann aktiviert die Glocke. Ja, ganz genau. Bleibt flauschig. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten was auch immer. Und bye bye.